Willkommen zu einer weiteren Folge Pokémon Carpado Jump. Gestern kam das Spiel ja offiziell raus, also für mich jetzt gestern, und ja, ich habe jetzt, glaube ich, nicht so viel Oscar weitergezockt, wie ihr sehen könnt. Aber dafür kriegen wir jetzt erstmal einen schönen coolen Bonus, und dann kriegen wir auch noch unseren Manaphy-Bonus und unseren Barschau-Bonus können wir direkt hinterher holen. Also wir haben jetzt allgemein schon sehr viel. Also wir kriegen richtigen Bonus jetzt, so richtig, richtig krassen Bonus kriegen wir hier. Das ist schon mal ganz gut. Wie gesagt, ich habe nicht viel trainiert so an sich, deswegen ist es ganz gut, dass wir hier zumindest, Alter, kriegen wir viel. Dass wir hier zumindest viel bekommen, so, das wollte ich sagen. So, alles mitnehmen natürlich. Pokéball natürlich auch mitnehmen, muss immer sein. Ist das, Dings denn jetzt noch da? Das Barschwar? Der ist weg, ne? Lol. Barschwar ist weg. Okay. Naja, egal. Trainieren wir erstmal eine Runde. Wir haben heute vor, die Liga weiterzumachen. Wir haben jetzt ein besseres Carpador, so ein Wellen. Rotes Carpador, oder wie das hieß. Ist, ja, ganz nice auf jeden Fall, also besser als das normale, was wir vorher hatten. Das vorherige Carpador war halt auch total langweilig, muss man sagen. Deswegen gut, dass wir jetzt ein etwas besseres haben. So. Aber besser wäre es, wenn wir jetzt nochmal nichts zum bitte. Es kann nämlich sein, dass wenn wir uns nicht rügen und nichts, also wenn wir uns rügen, anstatt nichts zu tun, dass wir dann vielleicht von dem, Torboga geholt werden. Das kann passieren. Das hat mir jemand in die Kommentare geschrieben. Und das ist auf jeden Fall ziemlich krass. Also man kann, also wenn man da springt, echt von den Torboga geholt werden. Und ich bin bisher immer gesprungen, falls ihr euch mal erinnern könnt, bei diesen ganzen Sachen. Was dann bisher halt immer geklappt hat. Aber wir können dort halt von Torbogas geholt werden. Und die empfehlen dann unsere Pokémon. Was halt nicht so geil ist für uns, muss man mal an der Stelle sagen. Aber naja. Also, ah, guck mal hier. Ein Schatz. Okay. Na, was sieht denn da? Heute schon aufheben, wir gucken mal. Ah, da, wir kriegen diesmal doch was Geiles raus. Also es kann immer passieren, dass da mal Tabuka oder sowas kommt. Also ich habe keinen Plan, wie das da abläuft und wie es generiert wird, dass da was Böses ist. Anstatt was Gutes hintersteckt. Aber scheinbar soll da wohl manchmal ein Tabuka oder sowas sein, was irgendwie ein Carpador mitnimmt. Ja, also fragt nicht wieso. Ist halt einfach so. Oh, Little Myth. Okay, das ist gut. Nehmen wir natürlich immer wieder mit, Leute, den Little mit. So, muss sein. Dreschpflege auch natürlich. Ja, perfekt. Training ist on fleek. 2,8. Was? 2,80? Das war schon krank. So für Little mit, ne? Stoß ist jetzt schon. Alter, das ist ziemlicher Batzen an Punkte, den wir hier bekommen haben. Gut, dann machen wir direkt weiter hier. Wir sind ja bei 21k. Das ist schon mal ganz gut. Dann müssen wir hier weitermachen bei der neuen Liga, bei der Schwerliga. So, 27 Sprungkraft haben wir und der hat ja jetzt gerade 20 irgendwas. Deswegen war jetzt nicht das Schwerste. Wir können jetzt ein paar Münzen erstmal so farmen. Und dann können wir uns später noch von den ganzen Münzen, die wir uns da gefarmt haben, ein bisschen Aufbesserung holen für unseren Trainingssack oder vielleicht für unsere Früchte. Müssen wir mal gucken, was wir da holen. 24 hatte der. So, immer das Geld noch mitnehmen, was wir hier bekommen. So. Also wie gesagt, Aufbesserung ist immer wichtig, dass wir da so ein bisschen... Wir können mal die ganzen anderen Sachen, die ganzen alten Sachen, die gar nicht mehr so viel an Punkten bringen, aufbessern, um halt... Also, damit die halt auch mehr geben, weil die sind ja auch sehr häufig vertreten. Oh, und jetzt könnte es echt schon knapp werden, glaube ich. Ich glaube, wir gehen am besten noch ein bisschen aufbessern und fooden, weil der nächste Kampf könnte echt knapp werden. Weil ich glaube, da könnte schon knapp werden. Okay, Preise. Es gibt neue Preise, steht hier unten rechts. Was ist denn da neu? In dieser Liga erwarten dich insgesamt 15 Duelle, bla bla. Okay. Auch nicht so interessant. So, wir gehen mal in die Stadt rein. Weil wir müssen halt jetzt hier nochmal ein bisschen Futter aufbessern. Genau, die Anfangssachen hier. Das meine ich halt. So, Sonnenspank hier zum Beispiel. Oder die hier. So, haben jetzt zu wenig für, leider. Aber ihr versteht schon, was ich meine, hoffe ich mal. Damit die halt ein bisschen mehr geben. Helfer-Items. Okay, es gibt hier Helfer-Items, okay. Lass dir von Pokémon dabei helfen, dann kann man da groß zu ziehen, okay. Ah, okay. C-Pokémon. Ah, okay. Ah, ne, okay, mir fehlen noch ein paar. Die können wir holen. Ah, okay, wir haben zwei Pokédrops. Ah, okay. Holzkohle, Überreste, 350, 250, dann erst brauchen noch 30 mindestens. Dann könnten wir uns die Feuertafel holen. Hm. Okay, Überreste ist auch ganz cool. Das ist auf jeden Fall schon mal ganz nice. Archiv, was ist denn da dran? Musterung. Normal.
Koi-Rot-Weiß, Koi-Weiß-Rot, Welle-Rot. Hier unten haben wir noch nichts, ne? Nummer 99, okay. Heißt das, dass wir die schon mal gesehen haben, wenn die da schon angelistet sind? Ah, guck mal, das sind die Quests, oder was? Meistere die Turbo-Liga. Meistere die Schwerliga. Was ist das denn, ey? Warum ist Meistere die Turbo-Liga ganz oben? Trägt sich manchmal nach einem Liga-Duell auf. Okay, Meistere die Turbo-Liga. Aber wir müssen für sehr viele Sachen auf jeden Fall die Turbo-Liga aufreißen. Freundesliga. Ja, das sind die ganzen Ligen, die wir hier haben. Davon haben wir nur 6, okay. Also interessant, was hier alles drin steht. So, jetzt können wir den ganzen Stuff mal einsammeln hier. Und die geben auch schon, habt ihr gesehen, 21 die eine Frucht da gegeben. Das ist eine Futter, weil das ist jetzt verändert halt. Ne? Das haben wir jetzt ein bisschen hochgeboostet. Ist ja perfekt, somit kriegen wir dadurch auch ein bisschen mehr Punkte. Oh, ja, jetzt geht gerade mein Wecker an, ich Idiot. So, ich habe mir einen Wecker gestellt, deswegen erstmal weg damit mit dem Wecker. Und jetzt gehen den Baum hauen die ganze Zeit. So, das ist wichtig. Und wie viel kriegen wir da? Ich glaube irgendwas mit 5 wahrscheinlich, oder? Nein, 2,73 nur, was? Okay. Und ey, wollen wir es versuchen? Ein Scherz. Sind wir nochmal so dumm und machen das? Es kann halt sein, dass irgendwas passiert, aber komm, wir riskieren es, komm. Oh nein, ein Volteball. Oh, oh, was passiert jetzt? Ready, nein. Ist es tot? Hä? Ready wird schwarz vor Augen, was? Was? Nein! Ready ist gestorben? Was? Leute, Ready ist gestorben. Ready ist gestorben? Ich kann es nicht glauben, Alter. Er ist einfach tot. Alter! Wir kriegen jetzt ein neues Baum. Warum? Ready ist einfach gestorben. Das war jetzt echt nicht cool, Alter. Nein, ich finde das jetzt echt nicht geil, ne, dass Ready tot ist. Das musste jetzt echt nicht sein, Leute. Ich wollte Ready großziehen. Ich hatte mit ihm noch voll viel vor. Ey, das ist unglaublich. Egal, wir nehmen jetzt einfach eine scheiß Angel von ihm. Von Angelo, den Angler. Ach Gott, Alter, das ist unglaublich. Als ob das jetzt einfach gerankt ist. Ich hätte es besser nicht gemacht, ohne Spaß. Ich habe eben noch davon gesprochen, dass es dadurch sterben kann oder so. Und jetzt kriegen wir so eine Scheiße und... wieder ein normales Carpador. Ja, ja. So, erneut angeln, komm. Kein Bock, ey. Ich will erneut angeln, ja. So. Mann, das fuckt mich mega ab, Leute. Das musste gerade echt nicht sein. So. Komm, lass mich diesmal was Gutes angeln. Gib mir was Geiles. Ey, das ist ein stinknormales Carpador, ne? Erneut angeln, meinetwegen. Ey, und ich will jetzt echt irgendwas Geiles mal angeln. Das kann doch nicht sein, dass ich nur so Kack-Carpados angel. Und, ich hier nichts Geiles rausbekomme. Alter, Ready, er war so geil. Ich hätte ihn gerne noch in der Endform gesehen. Aber nein, immer so eine Kacke. Hey, was ist denn? Das ist doch... Ist das Ready? Hm. Ja, angeln erneut. Das ist Ready gewesen, habt ihr gesehen? Der hatte auch so weiß, also only weiß unten. Naja, gut. Letzter Fang. Danach werde ich es beenden. Also danach werde ich nicht nochmal irgendwas fangen. Das wäre ja unnötig, nochmal was zu fangen. So. Komm. Und es ist ein... Gib mir irgendwas Nices, es ist wieder Ready. Ach Gott, dann ist es halt Ready 2, meinetwegen. Ich habe jetzt keinen Bock, nochmal was zu machen. So. Ey, aber ohne Spaß, das fuckt mich gerade mega ab, dass er einfach gestorben ist. Mann! Als ob. Ey, das ist so. Leute, also, Carpados können auch sterben. Sie können nicht nur entführt werden, sie können auch sterben. Okay, so. Oh Gott, das sind aber viele Erfahrungspunkte, die ich hier gerade reinbekomme. So. Level 10 ist schon mal am Start, das heißt, es entwickelt sich und wir kriegen ein gewöhnliches. Ja. Ja, also nichts Besonderes. Ach Gott, ey.
Ey, ohne Spaß, Leute. Das pisst mich mega an. Das pisst mich echt mega an. So. Irgendwas im Menü noch zu finden. Wir hatten gerade irgendwelche, genau hier. Abruftes Karriereende. Ja, ob ich das gerne erhalte, ist dann wohl die andere Frage, aber ja gut, ne, lassen wir mal. Leute, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis zum nächsten Mal. Bis dann und schau mal rein. Euer Zerto.